Ich bin Joshua und ihr seid hier richtig. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einem neuen Video und heute mal mit einem Sondervideo. Und heute das wohl hässlichste Steelbook aller Zeiten. Mich interessiert der Film und habe den Film im Steelbook als Schnäppchen bekommen. Und daher habe ich mir es als Steelbook geholt. Aber ich finde das so hässlich. Ja, ich mache es erstmal auf und dann schauen wir es uns gleich mal an. So. Obwohl es das Matt- und Glanz-Effekt hat, das ist schon mal cool. Bisschen was herausragt. Dann machen wir die Banderole mal ab. Und dann zeige ich es euch gleich. Das hässlichste, wohl hässlichste Steelbook aller Zeiten. Das haben wir mit der Folie gar nicht gesehen, dass das Glanzeffekt dran hat. Ja, und hier ist es. Cool ist es, dass es innen glänzend ist und außen matt ist. Es ist Schneemann mit Michael Fassbender, der Film. Genau. Also innen ist glänzend, außen ist matt, ist schon mal cool. Spine. Ein Satz mit X, aber hauptsächlich Universal steht unten drauf. Hauptsächlich das ist drauf, ne? Aber der Titel braucht ja keiner. Und dann haben wir hier die Rückseite. Und im Ganzen, hoppla, das ist schon raus. Im Ganzen sieht es dann so aus. Ja, das ist, na gut, das hebt ein bisschen hervor, muss man sagen. Gut, aber nicht einmal am Spine steht nicht einmal der Name drauf. Aber hauptsächlich der Universal steht da auf, dass man weiß, dass von Universal kommt, ne? Aber man braucht schnell wissen, welcher Film das ist. Wer will denn das wissen, ne? Genau, dann haben wir hier die Innenansicht. Hoppala, und die Disc fällt schon wieder raus. Hier haben wir erstmal die Disc. Die Blu-ray-Disc. Und hier der Innendruck. Genau, das ist alles okay. Das hebt es ein bisschen hervor, aber also für mich, wenn ich das jetzt so für 20 bis 23 Euro oder so kaufen soll, dann vielleicht mal einen Kopf, ne? Also ich habe das wirklich zu einem sehr, sehr günstigen Schnäppchenpreis gekauft, weil sonst hätte ich mir das nicht geholt, weil der Film, du kriegst das für den Preis nicht und von daher habe ich mir den so geholt. Jo, was ist euer hässlichstes Steelbook aller Zeiten? Schreibt es mir in die Kommentare und wie findet ihr dieses Steelbook? Würde mich immer sehr interessieren, eure Meinung dazu. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Sag ich, macht's gut, haut rein, servus.